Geistkirche, die Sonne scheint wieder nach einem ganz regnerischen Beginn der Woche. Das ist natürlich, weil offener Gesprächsabend ist. Scherz beiseite, willkommen zu Geld und Geist, der letzte Abend in dieser Reihe im ersten Semester 2017. Wir haben schon viel über das Geld, über die Ökonomie, auch über den Geist, der sich damit verbindet, gesprochen in diesem Semester. Für diejenigen, die zum ersten Mal dabei sind, die offenen Gesprächsabende sollen ihrem Namen gerecht werden. Es sind wirklich offene Gesprächsabende. Das bedeutet, wir haben Gäste, die uns ein wenig durch das Thema leiten, mit dem, was sie wissen, was sie sich erarbeitet haben, damit wir den roten Faden behalten. Es sind aber keine Vorträge oder auch nicht einfach nur Podien, sondern die Idee ist, dass wir miteinander ins Gespräch kommen. Das heißt vielleicht, dass Sie Ihre Meinung sagen. Vielleicht heißt das, dass Sie einen Eindruck, den Sie gerade haben, mitteilen. Vielleicht bedeutet es, dass Sie eine Erfahrung aus Ihrem Leben weitergeben oder vielleicht einen Zweifel oder eine Frage. Man darf also jederzeit sich melden. Rita Joost auf dieser Seite hat ein Mikrofon und kommt dann zu Ihnen. Es ist in diesem großen Raum besser, wenn man die Mikrofone braucht. Ich möchte einsteigen, bevor ich unsere beiden Gäste vorstelle, mit einem kleinen Spiel, um Sie etwas anzuwärmen. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen. Ich stelle Ihnen Fragen und Sie können aufstrecken, wenn Sie die bejahen oder Ihre Hand unten lassen, wenn Sie die Frage verneinen, oder die Hand unten lassen, wenn Sie sich dem Spiel verweigern wollen und finden, dass das ein bisschen blöd ist. Erste Frage: Wer von Ihnen hat heute ein Portemonnaie dabei? Fast alle. Zweite Frage: Wer von Ihnen benutzt keine Kreditkarte? Das sind schon viel weniger, 2, 3. Dritte Frage: Wer von Ihnen hat gerne Geld? Fast alle. Wer von Ihnen findet, dass er selber zu wenig Geld hat? Hat es auch einige, nicht mehr ganz so viele. Fünfte Frage: Wer von Ihnen findet, dass mit dem Geld viel Schindluderei getrieben wird? Das sind fast alle. Vielen Dank. Wer von Ihnen, und das ist meine letzte Frage, findet Geld geistlos? Ohne Geist. Ist noch eine knifflige Frage. Wir werden uns den Abend durch mit dieser Frage wahrscheinlich noch ein bisschen genauer befassen. Mit Ihnen mache ich jetzt diese Spiele nicht. Ich nehme Platz. Ich darf begrüßen zu meiner Linken Herrn Martin Kahess von der Bankiervereinigung. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Sie sind ein Fachexperte, wenn es ums Geld geht, reden aber auch sehr gerne über den Geist, wie ich schon bemerkt habe. Raphael Wüterich zu meiner Rechten ist Konsumentenschützer und Mitglied im Kampagnenteam der Vollgeld-Initiative, um die es heute Abend geht. Deshalb gebe ich auch Herrn Wüterich gleich am Anfang das Wort ein bisschen länger. Worum geht es in der Vollgeld-Initiative, Herr Wüterich? Können Sie uns die vorstellen? Wenn Sie wollen, dürfen Sie übrigens aufstehen, Sie können auch sitzen bleiben. Wenn Sie hinten sagen, wir sehen euch gar nicht richtig oder hören euch nicht, bitte sofort ein Zeichen geben. Ja, guten Abend miteinander. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, die Vollgeldinitiative, ein Begriff, der hoffentlich immer mehr in der Bevölkerung zum Thema wird, spätestens wenn sie zur Abstimmung kommt. Wir rechnen damit, dass es 2018 ist. Die Vollgeldinitiative
um zu verstehen, worum es geht, muss man, ich glaube, ein, zwei Irrtümer, denen man vielleicht das ganze Leben lang aufgesessen ist, beerdigen und man muss zulassen, dass neues Wissen einsickern kann. Ich versuche das gleich mal vorzumachen, wie das geht. Der erste Irrtum ist, wenn man auf die Straße geht und Herrn und Frau Schweizer so befragt, dann sagen 75% unser Geld, das kommt von der Nationalbank. Die Schweizer Franken, die kommen von der Nationalbank. Das ist aber eben der erste große Irrtum, dem die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung aufsetzt. Von der Nationalbank kommen nämlich nur die Noten und die Münzen. Das meiste Geld, 90%, ist heute aber nicht mehr bestehend aus Bargeld, sondern, wie ihr alle wisst, natürlich aus elektronischem Geld, wo man Überweisungen machen kann per E-Banking oder mit der Karte bezahlen kann. Und dieses Geld, diese 90% von diesem elektronischen Geld, und das ist der zweite Irrtum, die werden nicht quasi, ich muss vielleicht noch ein bisschen warten mit dem zweiten Irrtum, sonst funktioniert, glaube ich, der Gedankensprung nicht. Dieses elektronische Geld, das kommt eben nicht von der Nationalbank, wie ich vorher gesagt habe, sondern es entsteht jedes Mal, wenn eine Bank einen Kredit vergibt, sei das an eine Privatperson, an ein Unternehmen oder an den Staat. Und das ist der zweite Irrtum. Wir denken nämlich normalerweise, dass Banken Geld von Sparern nehmen und dieses Geld dann weiterverleihen. Und das ist ein unglaublich hartnäckiger Irrtum, aber es ist eben ein Irrtum, vielleicht sogar ein ökonomisches Märchen. Denn Tatsache ist, ich habe es vorher kurz gesagt, wenn dieses elektronische Geld, das entsteht jedes Mal dann, wenn eine Bank einen Kredit gewährt. Und das hat zahlreiche Folgen. Es hat mindestens zwei Kategorien von Folgen. Es hat nämlich so diesen Empörungscharakter, den ich mir manchmal gerne ein bisschen herauszaubere, um wieder Energie zu haben, um für die Vollgeldinitiative zu arbeiten. Nämlich, stellen Sie sich vor, Sie wollen ein Haus bauen und Sie gehen zu Ihrer Hausbank und hätten gerne einen Hypothekarkredit. Die Bank, die schaut Ihnen tief in die Augen und sagt, doch, Sie sind kreditwürdig, ich glaube Ihnen, dass Sie den Kredit irgendwann mal zurückzahlen werden und auch die Zinsen fristgerecht zurückbezahlen werden. Und jetzt geht die Bank nicht in den Keller und schaut, wie viel Geld sie noch hat und ob sie Ihnen das Geld weiterverleihen kann. Nein, sie macht eine sogenannte Bilanzverlängerung. Das heißt, sie tippt auf ihrem Computer, auf ihrem Konto den gewünschten Betrag ein und damit hat es sich auch. Und aus dem Nichts ist vielleicht eine 500.000 Schweizer Franken geschaffen worden. Und dieses Geld haben Sie dann auf Ihrem Konto zur Verfügung. Und damit bezahlen Sie den Bauherrn, die Leute, die Ihr Haus halt eben bauen. Und dieses Geld kommt dann so eben in Umlauf und irgendwann landet es dann vielleicht bei uns auf dem Lohnkonto als elektronisches Geld. Und wir haben keinen blassen Schimmer, dass dieses Geld eben nicht ursprünglich von der Nationalbank erschaffen worden ist, sondern dass es eben mal von einer Bank erschaffen worden ist, wenn sie einen Kredit gemacht hat. So, und jetzt ist wieder zurück zum Häusleinbau. Der hat sein Haus nun gebaut, jetzt kommt aber vielleicht wirtschaftlich schlechte Zeiten und er kann seinen Kredit nicht mehr bezahlen. Denken wir an Spanien, denken wir an Griechenland, denken wir an Italien, an Zypern, wie auch immer all diese Länder momentan heißen, die von der Wirtschaftskrise hart getroffen wurden und die Häuslebauer, die ihren Zins nicht mehr bezahlen konnten. Was passiert jetzt? Die Bank pocht darauf, den Zins für die Hypothek zu bekommen. Und wenn sie nicht mehr fähig sind, diesen Zins zu bezahlen, dann wird die Bank sie enteignen. Sie wird das Haus nämlich verpfänden. Also im Klartext, die Bank schöpft Geld aus dem Nichts, gibt es ihnen als Hypothek. Sie müssen darauf hart erarbeitete Zinsen bezahlen und wenn sie die Zinsen nicht mehr bezahlen können, dann werden sie aus ihrem Haus geworfen und das Haus gehört der Bank, die das Geld für dieses Haus vorher aus dem Nichts geschöpft hat. Da gibt es Leute, die können sich darüber ziemlich empören. Es reicht aber noch nicht, meiner Meinung nach, einfach empört zu sein über etwas. Es ist nämlich auch so, dass diese Bankengeldschöpfung zahlreiche negative Folgen hat auf das gesamte Wirtschaftssystem.
Wenn also eine Bank Geld aus dem Nichts erschaffen kann und darauf Zinsen bekommt, dann ist doch das ein unglaublich gutes Geschäft. Überlegt euch mal, ihr könntet Geld herstellen und darauf Zinsen verlangen. Super. Natürlich liegt es dann aber auch in Ihrem Interesse, möglichst viel von diesen Krediten herauszugeben, weil je mehr, dass Sie davon herausgeben, desto mehr Zinsen wird auch darauf bezahlt. Und das führt dazu, dass regelmäßig viel zu viel Geld in der Wirtschaft ist und dass im Vergleich die Wirtschaftskraft, alle Güter, alle Dienstleistungen, die die Wirtschaft herstellen kann, dass das nicht mehr in einem Gleichgewicht ist. Es hat immer wieder viel zu viel Geld in der Ökonomie. Und was passiert mit diesem viel zu vielen Geld? Es fließt dorthin, wo man am meisten Profit machen kann. Und dort entstehen dann die Finanzblasen. Das kann im Immobiliensektor sein. Das kann eine Dotcom-Blase sein, wo es Internetunternehmen zu hoch bewertet werden, wo dann wieder eine Blase zusammen crasht. Wir denken an 2007, 2008. Diese Blasen, die entstehen immer und immer wieder. Vielleicht, um das mit einer Zahl zu spicken, zwischen 2004 und 2090 bis 2012 ist die Geldmenge fünfmal mehr gestiegen als das Bruttosozialprodukt, also als die Wirtschaftsleistung in der Schweiz. Das heißt, es gibt eben einfach viel mehr Geld, als es Wirtschaftsleistung gibt. So, das ist ein Problem. Ein anderes, und das betrifft uns alle, Problem ist, dass das Geld auf unseren Konten, dieses elektronische Geld, das kommt ja eben nicht von der Nationalbank. Jetzt steht aber in unserer Verfassung drin, dass nur Münzen und Noten gesetzliche Währung sind. Das heißt, das Geld auf unserem Konto, dieses elektronische Geld, das ist nicht gesetzliche Währung. Und das hat zur Folge, dass bei Ihrem Bankkonto, wenn Sie einen Auszug machen lassen, dass da drauf Guthaben steht. Sie haben das Geld zugute, und zwar eigentlich in Bargeld, deshalb können Sie Bargeld abheben. Aber Sie haben das Geld nicht, Sie haben es nur zu gut. Also das elektronische Geld auf Ihrem Konto ist ein Versprechen darauf, dass Sie Bargeld, also echte gesetzliche Währung, dagegen einlösen können. Und das wiederum ist ein riesiges Problem, weil das heißt nichts anderes, als dass das Geld auf Ihrem Konto, das Sie ja schließlich hart verdient haben, dass dieses Geld davon abhängt, wie gut und seriös die Bank, bei der Sie das Konto haben, wirtschaftet. Und jetzt gehen Sie mal schnell die letzten paar Jahre, die Schlagzeilen über Banken durch. Wie viel Positives und Seriöses ist Ihnen dabei unter die Augen gekommen? Ja, Sie lächeln. Das heißt also, das elektronische Geld auf unseren Konten, das ist nur so sicher, wie die Bank sicher ist. Und wenn die Bank Konkurs geht, dann ist auch Ihr Konto weg. Weil Ihr Konto rein juristisch gesehen nicht mehr Ihnen gehört, sondern zur Bilanzmasse dieser Bank gehört. Und wenn die Bank Konkurs geht, ist auch Ihr Konto weg. Ich muss da mal noch schnell spicken, was wir alles sonst noch für Folgen haben, die negativ sind an unserem Geldsystem. Und dann komme ich dann dazu, was eigentlich die Vollgeldinitiative will. Aber es ist eben wichtig, dass man überhaupt weiß, worum geht es im Geldsystem. Und das Gemeine daran ist, dass muss man sich eben selbst zusammensuchen. Es wird einem nicht so auf dem Präsentierteller präsentiert, außer heute Abend. Genau. Genau. Einen kleinen Punkt möchte ich noch, bevor ich die Vollgeldinitiative erkläre, möchte ich noch erwähnen. Ich habe vorher gesagt, 90% unseres Geldes kommt eben nicht von der Nationalbank, sondern es kommt von privaten Geschäftsbanken, wie einer UBS, CS, Raiffeisen, wie sie alle heißen. Und wir hatten diese Situation in der Schweiz schon einmal. Vor über 100 Jahren, vor 1891, war es nämlich so, dass 39 verschiedene Schweizer Banken eigene Noten herausgeben konnten. Man muss sich das mal vorstellen, 39 verschiedene Zehnernoten. Und auch da war das Problem wiederum, dass die Leute, die diese Zehnernote in der Hand hatten, nicht genau wussten, ist diese Zehnernote jetzt eigentlich noch 10 Franken wert, weil das ja immer an den Wert der Bank gekoppelt war, an die Stabilität der Bank, die diese Note herausgegeben hatte. 1891 wurde es dem Bundesrat wurde es zu bunt und er gab eine Verfassungsinitiative in Auftrag, die
Verbot, dass private Banken eigene Noten herstellen dürfen. Diese Verfassungsvorlage, die ging durchs Parlament, wurde bejaht und kam dann vors Volk. Und 1891 entschied dann eben das Volk, ja, es kann nicht sein, dass so viele unterschiedliche Banken Geld herstellen, weil das führt zu Finanzkrisen, das führt zu Zahlungsverkehrsproblemen, weil man nie weiß, ist das Geld jetzt tatsächlich etwas wert, das ich hier in den Händen halte. 1891 hat dann das Schweizer Volk gesagt, ja, wir wollen die Nationalbank gründen, und seit dann haben wir unsere Nationalbank, und die ist dafür verantwortlich, dass die Banknoten, unsere Schweizer Noten, hergestellt und im Umlauf gebracht werden. So, und jetzt über 100 Jahre später haben wir das genau gleiche Problem wie dazumal. Wir haben wieder Geschäftsbanken, private Geschäftsbanken, die nicht der Allgemeinheit verpflichtet sind, sondern selbstverständlich ihren Aktionären, die die Mehrheit der schweizerischen Währung in Umlauf bringen. Das Problem ist aber, wir sehen es nicht mehr. Denn im Gegensatz zu den Noten, die damals im Umlauf waren, da stand drauf, von welchem Bankinstitut diese Note war. Beim elektronischen Geld heutzutage sieht man das nicht mehr. Es ist nicht mehr nachvollziehbar, von welcher Bank dieses elektronische Geld ursprünglich mal erschaffen wurde. Deshalb gehen wir auch davon aus, dass es wahrscheinlich die Schweizerische Nationalbank sein muss. So, und jetzt sind wir bei der Vollgeldinitiative angelangt. Die Vollgeldinitiative, die will eigentlich das Gleiche, wie dazumal der Bundesrat wollte, einfach in einer technologischen, weiterentwickelten Form. Sie will nämlich, nein, eigentlich stellt sie eine Frage. Die Vollgeldinitiative stellt die Frage, wer soll das Recht haben, Schweizer Franken herstellen zu dürfen? Sollen das private Banken sein, die ihren Aktionären verpflichtet sind? Oder soll das die Schweizerische Nationalbank sein, die gesetzlich und auf Verfassungsstufe dazu verpflichtet ist, im Gesamtwohle des Landes und der Volkswirtschaft der Schweiz zu agieren? Das ist die Frage, die die Vollgeldinitiative stellt. Und wir liefern auch gleich die Antwort mit. Wir sind der Meinung, dass der Schweizer Franken von der Schweizerischen Nationalbank hergestellt werden sollte und nicht von profitorientierten Geschäftsbanken. Das ist, glaube ich, so ein bisschen mein Anfangsstatement. Und jetzt gibt es dann wahrscheinlich viele Fragen, die wir vielleicht aufnehmen können. Et voilà, sind wir rausgekommen. Bevor wir die Fragerunde eröffnen, ich bin sicher, es gibt ganz viele Fragen, möchte ich jetzt Herrn Hess auch das Wort geben. Sie vertreten die Banken, Sie sind von der Bankiervereinigung der Schweizerischen. Wenn Sie die Problemanalyse von Herrn Wüthrich hören, seinen Rückblick in die Geschichte und die Antwort, die er mit der Vollgeldinitiative zu geben versucht, was geht Ihnen durch den Kopf, was gefällt Ihnen nicht, wie stufen Sie diese Idee der Vollgeldinitiative und die Analyse dazu ein? Sie haben jetzt auch ein bisschen länger Zeit, er hat lange reden dürfen, Sie dürfen auch ein bisschen länger. Ja, vielen Dank, Herr Nufi. Also mir ist sehr vieles durch den Kopf gegangen, und zwar diese, Herr Wüthrich hat jetzt sehr, sehr viele Argumente gebracht, die überspitzt dargestellt wurden, die so nicht stimmen, und ich möchte jetzt in diesem Moment nicht auf jedes Einzelne eingehen. Ich sehe einfach, was wichtig ist, oder was Herr Wüthrich richtig angedacht hat, ist das Wissen, wer Geld herstellt und wer für Geld zuständig ist. Ich denke, das fehlt ein bisschen in der Bevölkerung. Also wenn wir zum Beispiel Ökonomie-Lehrgänge machen, dann gibt es viele promovierte Ökonomen, die haben in ihrem Leben, in ihrem studentischen Leben kein einziges Mal Geldtheorie gehabt, oder? Also, dass wir hier sitzen und darüber diskutieren, ist an für sich eine positive Angelegenheit, denke ich. Wenn Sie mich fragen, was ich als Bankenvertreter denke, ich bin jetzt zufälligerweise als Bankenvertreter da. Herr Wüthrich hat es ja selber gesagt, das ist etwas, was alle angeht, für die Einleger und für die Kreditnehmer
und für die, die Häuser bauen. Also hier könnte auch irgendjemand sein, der nicht von der Banken ist, und der würde wahrscheinlich auch stutzen, wenn man so eine große Umwälzung mit der Initiative fordern will. Folgendes, ich möchte vielleicht einen Schritt zurückgehen und sagen, was ist das Erfolgsgeheimnis der Schweiz? Oder wenn immer man ein Gesetz macht, oder in diesem Fall sogar die Verfassung ändert, oder wenn Sie eine Verfassung ändern, dann müssen Sie ein Problem haben, das riesengroß ist, oder? Sonst braucht es keine Fassungsänderung, sonst braucht es irgendeine Verordnung, die auf untergeordnete Stufe. Aber hier wollen die Initianten die Verfassung ändern und wir haben ein gravierendes Problem. Und dieses gravierende Problem, das sehe ich einfach nicht. Also wenn man spricht von Wohlstand und von der einem weggenommen wird und die Banken, die nicht im Gemeininteresse arbeiten und dass sie als Häuschenbauer enteignet würden, also diese Probleme gibt es nicht. Also wir müssen, das Geldsystem ist nicht perfekt, das ist klar, oder? Kein System ist perfekt, sondern man muss dauernd daran arbeiten, weil man hat immer das Gefühl, die Gesetze seien einmal perfekt und dann könne man das Parlament ein oder zwei Jahre in die Ferien schicken und dann kommen sie wieder arbeiten. Aber die Arbeit an den Gesetzen ist permanent. Also man braucht schon ein bisschen, wenn man die Bundesverfassung abändern will, braucht es schon ein bisschen mehr Evidenz, es braucht schon ein bisschen mehr Erfahrung, dass hier die Schweizer Volkswirtschaft wirklich geschädigt wird. Also wenn ich hier rausgehe und Herr Nuffer hat Sie vorher gefragt, wer hat das Gefühl, zu wenig Geld zu haben? Und es haben nicht viele aufgestreckt und es gibt immer ein paar, die zu wenig haben. Also ich sehe nicht, wie heute wir hier in einem großen Malaise sind. Da braucht es sicher mehr Anstrengung von den Initianten, darzustellen, was alles schief geht. Weil einfach der Hinweis, was 1891 beschlossen wurde, das reicht natürlich nicht, um hier einen Rückschritt um 120 Jahre zu machen. Zweiter Punkt. Angenommen, es gibt das Malaise, oder? Das müssen wir ja jetzt durchspielen für die Zukunft und für die Diskussion der Vollgeldinitiative. Da muss man dann schon ein bisschen mehr anstrengen, um zu zeigen, dass diese auch wirksam ist. Oder wenn man sagt, es gibt eine Systemstabilität oder ein Problem von Bankenstabilität, dann stimmt das einfach nicht. Oder man sagt jetzt immer, die Schweizer Banken seien die stabilsten der Welt oder gehören zu den stabilsten der Welt. Das muss man natürlich schon ein bisschen in Erinnerung rufen. Also man kann hier nicht plötzlich mit griechischen Verhältnissen argumentieren, um eine Verfassungsänderung in der Schweiz zu machen. Das ist natürlich sehr problematisch. Ich finde das grotesk. Und drittens, wenn man dann die Wirksamkeit für die Probleme dargelegt hat, muss man sagen, gibt es nicht etwas weniger Intrusives, etwas weniger Umwälzendes als hier eine Verstaatlichung des Bankensystems, die das Gleiche erreichen könnte. Wieso sage ich Verstaatlichung des Bankensystems? Es gibt natürlich pro forma noch die Privatbanken im Vollgeldsystem, das ist klar. Aber wie in der Privatwirtschaft notwendig, jede Firma, die hier in der Privatwirtschaft arbeitet, muss Gewinn machen, sonst stirbt sie, sonst geht sie Konkurs. Und die Initianten haben vorgesorgt im Verfassungstext und in ihren Erläuterungen, dass hier staatliche Eingriffe nötig werden können, falls die privat geführten Banken kein Gewinn machen und Konkurs gehen. Weil es ist klar, ein Kreditwesen, also das braucht es in Zukunft, und es braucht in Zukunft auch einen Ort, wo Sie sicher Ihr Geld verwahren können. Also noch einmal, es ist wichtig, dass man zuerst sagt, wo liegt das Problem
Und es ist wichtig, dass man sagt, dass der Vorschlag, die Gesetzes- oder Verfassungsänderung eine Verbesserung bringt und dieses Problem wirksam adressiert. Und das habe ich nicht gehört. Darf ich darauf antworten? Ich würde sehr gerne. Glauben Sie mir, ich habe auch gute Antworten. Gut, also wir machen das so. Das ist natürlich jetzt der heikle Punkt vom Abend. Wenn wir die jetzt aufeinander loslassen, dann reden die jetzt die nächsten 60 Minuten und das möchte ich ein wenig verhindern, damit sie eben mitreden können. Wir machen es so, es gibt eine Replik von Herrn Wüthrich und eine Replik von Herrn Hess und dann sind Sie gefragt, dann können Sie Fragen stellen an die Vollgeldinitiative oder auch an die Bankenseite, je nachdem, wo Sie Fragen stellen oder wo Sie Ihre Meinung auch äußern wollen. Können wir uns darauf einigen? Gerne. Alle einverstanden? Nicken Sie oder finden Sie? Gut, also die Replik, möglichst kurz. Ja, Herr Hess, ich habe versucht, ein bisschen mitzuschreiben. Sie haben erwähnt, dass die Vollgeldinitiative eine große Umwälzung wäre, ein Experiment sogar. Und dass es das Erfolgsgeheimnis der Schweiz gefährden würde. Ich glaube, das große Experiment, die große Umwälzung, die findet gerade heutzutage, jetzt in diesem Moment statt. Es gab noch nie eine Zeit, wo die Zentralbanken überall auf der Welt, auch die SNB, so viel Geld, Milliarden pro Tag rausgespuckt haben. Wir wissen überhaupt nicht, wohin das führen soll. Wir sind bei Minuszinsen. Herr Hess, wir sehen da eigentlich keinen Ausweg daraus. Das sind wir, glaube ich, einig. Das ist historisch einmalig, was hier passiert. Sie haben gesagt, es braucht ein Riesenproblem. Ich glaube, wir haben da ein Riesenproblem. Und wir haben 2007, 2008, glaube ich, haben wir in die Abgründe dieses Problems schon einmal heruntergeschaut. Und wenn die UBS nicht gerettet worden wäre, dann gute Nacht. Und ich glaube nicht, dass das Schweizer Volk noch einmal bereit dazu ist, dem Parlament einen Blankoscheck zu geben in einer Nacht- und Nebelaktion, die UBS oder die CS oder welche Bank dann auch immer wieder vor dem Konkurs bedroht ist, wieder zu retten. Ich glaube einfach nicht, dass diese Bereitschaft da ist. Und ich glaube auch, dass die Schweizer Bevölkerung ein bisschen ein besseres Erinnerungsvermögen hat als Sie, Herr Hess. Es ist noch nicht einmal 10 Jahre her, da war die Finanzwelt im großen Aufruhr. Das ist Realitätsverweigerung, die Sie da machen. Wir haben hier ein großes Problem. Es braucht, glaube ich, nicht mehr Evidenz. Schauen Sie sich mal an, was wurde geschrieben in den Medien in den letzten 15 Jahren über die Banken. Das ist eine Katastrophe. Da müsste Ihr Verein eigentlich mehr dafür tun, dass die Banken wieder besser dargestellt werden in der Schweiz. Das würde uns übrigens auch passen. Und ich glaube, eigentlich wäre es schön, wenn Sie da die Vollgeldinitiative bejahen würde. Das würde helfen. Ich drifte ab. Genau, die Schweizer Banken als stabilste der Welt, haben Sie gesagt. Das hat man von Lehman Brothers, kurz bevor sie Konkurs gegangen sind, hat man das auch gesagt. Und im Moment ist es eher wieder so, dass wieder die großen Versprechungen der Politik, die nach 2007, 2008 gemacht wurden, dass jetzt alles besser wird, daraus wurde eigentlich nicht so viel. Wenn man Basel III diese zig hundert Seiten wirklich studieren will, da kommt nicht allzu viel dabei raus. Es ist einfach vor allem kompliziert. Sie haben aber auch erwähnt, dass das Bankensystem verstaatlicht werden soll. Das ist so eines ihrer Schlagwörter, das der Bevölkerung Angst machen soll, auch Erfolgsgeheimnis Schweiz sei gefährdet. Aber wirklich ein Argument, weshalb jetzt die Verstaatlichung des Bankensystems mit der Vollgeldinitiative erfolgen soll, das machen Sie nicht, Herr Hess, das haben Sie bisher auch noch nicht gemacht. Ich finde das extrem schade. Ich würde nämlich gerne sehen, wie Sie das konstruieren. Denn es geht doch nicht darum, dass die Banken verstaatlicht werden. Es geht darum, dass beim Schweizer Franken auch Schweizer Franken drin ist. Es geht tatsächlich darum, dass der Schweizer Franken, die Herstellung der Schweizer Franken, dass das verstaatlicht wird, denn es heißt Schweizer Franken. Gut. Es geht aber nicht darum, die Banken zu verstaatlichen. Sie sind nach wie vor für die Kreditvergabe sind sie zuständig in einem Vollgeldsystem. Sie müssen das Geld für die Kreditvergabe in Zukunft aber tatsächlich besitzen.
Wie wir alle auch. Wenn wir Geld verleihen wollen, dann müssen wir das Geld zuerst auch besitzen. Wenn ein Unternehmen Geld investieren will, dann muss sie das Geld zuerst besitzen. Es geht eben gerade darum, Herr Hess, dass die Privatwirtschaft tatsächlich auch für Banken gilt und dass Banken auch Konkurs gehen können, wenn sie schlecht wirtschaften. Heutzutage sind sie too big to fail. Das heißt, der Staat muss einspringen, um unsere Konten zu retten. Und wer ist der Staat? Natürlich wir. Also wir retten die Banken, wenn sie sich verzockt haben. Denn das ist eben auch eines von diesen großen Problemen, dass 4/5 von allem neuen Geld, das heutzutage in Umlauf kommt, das die Banken also kreieren, das Geld, das kommt nicht in der Realwirtschaft an, sondern es geht direkt ins Finanzcasino. Denn, und das habe ich noch nicht gesagt, aber könnte wieder so eine kleine Empörungswelle auslösen, Banken können mit selbst hergestelltem Geld auch Aktien und Wertpapiere kaufen. Wird also noch besser. Es ist, wie wenn sie quasi traden und ja, ich weiß, ich sollte eigentlich schließen. Trotzdem würde ich gerne noch zwei Vorteile von der Vollgeldinitiative. Nein, das war jetzt schon eine ganze Tirade. Sie merken, die beiden würden den ganzen Abend. Nur eine kleine Klammer. Vielleicht, ich verspreche in 30 Sekunden. Gut, nein, Sie dürfen auch ein bisschen länger. Sie haben etwas erwähnt, was vielleicht nicht alle Leute kennen, Basel III. Basel III ist... gehört zu den Reglementarien, die Banken erfüllen sollten, damit sie sicher sind. Es gibt Basel I, es gibt Basel II, es gibt Basel III. Mit der Vollgeldinitiative könnte man die meisten von diesen Regulatorien einfach wegkippen, weil die Banken grundsätzlich nicht mehr Geld schöpfen dürfen. Das heißt, wir machen das Problem unten beim Stamm, dort lösen wir das Problem und nicht oben beim Baum, bei den Ästen, wie das eben Basel III versucht zu lösen. Also ich habe es richtig verstanden, das sind alles Regeln, in denen aufgeschrieben wird, was eine Bank machen muss, damit sie genügend sicher ist. Da gibt es drei verschiedene Bände sozusagen und der dritte ist der größte. Und sie sind mehrere hundert Seiten umfassend. Voilà, Basel III. Herr Hess, das war eine ganze... Tirade, was sagen Sie? Ich habe nicht mitgeschrieben, aber ich lese einfach hier. Ich habe hier die Vollgeldseite der Vollgeldinitianten und ich möchte zum Thema Verstaatlichung etwas sagen. Nun, ich lese einfach hier. Der Staat hat die Gesamtverantwortung dafür, dass die Dienstleistung von der Der Bund erhält mit der Verantwortung für die Versorgung der Wirtschaft mit Geld und Finanzdienstleistungen auch die Kompetenz, alle Eingriffe in den Finanzmarkt vorzunehmen, die zur Wahrnehmung seiner Gewährleistungsverantwortung notwendig sind. Deshalb darf er in dieser Aufgabe auch nicht an die Wirtschaftsfreiheit gebunden sein. Also er darf den Markt ausschalten. Das bedeutet, dass er den Markt ausschalten darf. Also, können Sie mir das schnell zeigen? Darf ich das schnell sehen? Also das ist eine ganz klare Message, dass hier der Bund die Kompetenz haben darf, die Wirtschaftsfreiheit, Vertragsfreiheit und die private Krediteteilung einzuschränken oder zu fördern oder zu erzwingen. Also alles, was hier von Enteignung von Seiten der Banken geschrieben wurde, steht hier auf der Homepage der Vollgeldinitianten. Ich glaube, mehr muss ich nicht sagen. Eine Rückfrage von meiner Seite. Wenn das nicht stehen würde und es nur darum ginge, dass die Herstellung von Franken bei der Nationalbank monopolisiert wäre, würden Sie dann die Initiative unterschreiben? Fänden Sie das sinnvoll oder ist das aus Ihrer Sicht auch ein Problem? Ein System, jedes Geldsystem ist... von Politikern und von Wissenschaftlern und von Ökonomen so designt worden, damit sie im Interesse der Wirtschaft ist. Und das kann natürlich, das Interesse der Wirtschaft und die Technologie kann über die Jahre ändern. Und nur das System, dass Geld von der Zentralbank geschaffen werden kann,
Das ist ein uraltes Modell von den 30er Jahren, als wir die große Krise hatten in den 30er Jahren. Das hat damals vielleicht gestimmt. Man hat das nicht einmal dort gemacht, aber das hat vielleicht damals gestimmt. Aber jetzt kommen noch die Initianten und sie sagen, wir bestimmen die Menge der Sichteinlagen. Also wir bestimmen, wie viel sie den Konten, den Banken Einlagen, also der Umfang der Einlagen. Jetzt erzählen Sie aber wilde Sachen, Herr Hess. Die Initianten bestimmen das. Das bestimmt die Nationalbank, selbstverständlich. Und die Nationalbank bestimmt auch die Kreditmenge. Also, das stimmt nicht. Das gesamte Kreditvolumen, das wird von der Nationalbank bestimmt. Die Nationalbank, die bestimmt die Geldmenge. Sie ist dafür verantwortlich, dass gleich viel Geld auf der einen Seite existiert, wie auf der anderen Seite Wirtschaftsdienstleistungen und Güter hergestellt werden in einem Land. Sie muss dafür sorgen, dass dieses Gleichgewicht stimmt. Das kann die Nationalbank sehr gut. Sie ist aber nicht dafür zuständig, wie viel Sie jetzt für Ihr Haus als Hypothek bekommen. Das ist nicht. Dafür ist die Bank zuständig. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, denn könnten Sie das nächste Mal noch besser herausgreifen, denke ich. Ja, nein, also der Zins, der wird von der Bank festgelegt, das ist völlig klar. Zins auch, genau. Damit wären Sie nicht einverstanden, habe ich es richtig verstanden? Weder, dass die Geldschöpfung... Ja, nein, also die Geldschöpfung, das mit dem Buchgeld, da bin ich einverstanden, oder? Mhm. Das sind wirklich 90% des Gelds wird von den Banken geschöpft, das ist klar. Das ist aber nicht aus dem Nichts. Ich meine... Wenn die Geldschöpfung aus dem Nichts ist, und entschuldigen Sie, aber wenn die Geldschöpfung aus dem Nichts wäre, dann würde ich mit zwei Personen von Ihnen eine Aktiengesellschaft machen. Ich würde zu FINMA gehen, mir eine Banklizenz erteilen lassen und dann mit meiner Geldschöpfung meinen Gewinn erwirtschaften. Diese Lizenz werde ich nie kriegen. Ohne Einleger werde ich nie das Vertrauen von Fremden haben, die mir anderes Fremdkapital geben. Ohne dieses Vertrauen, das mir Einleger geben, werde ich nie die Möglichkeit haben, andere Aktionäre zu finden, die Eigenkapital geben. Also, und ich muss zudem Kapitalauflagen einhalten. Also einfach so aus dem Nichts, so gratis nichts schöpfen, das ist einfach ein Schlagwort. Oder? Also die Bank leistet einen großen Eigenbeitrag, um diese Krediterteilung leisten zu können. Das kann man nicht einfach, drei Personen treffen sich, gehen zur FINMA und holen eine Banklizenz ab und haben dann ein Perpetuum mobile. Mhm. Nein, das geht nicht. Sie brauchen auch noch 10 Millionen. Das brauchen Sie, um eine Bank zu gründen. Und natürlich brauchen Sie dann Bankkunden. Aber seien wir ehrlich, wenn Sie 10 Millionen hätten, würden Sie eine Bank gründen und in Kauf nehmen, ja, Sie brauchen noch Eigenkapital, ja, Sie brauchen eine Mindestreserve. Aber grundsätzlich können Sie per Knopfdruck Geld machen. Das bestätigt so die Schweizerische Nationalbank. Das können Sie bei der Bundesbank nachlesen. Das sagt die Bank of England. Das sagt sogar die Aargauer Kantonalbank, eines ihrer Mitglieder. Das sagt mittlerweile immer mehr auch kleine Banken, die geben das offen zu, ja, wir stellen Geld her. Ich sage ja nicht, dass sie nicht eben Reglemente zu erfüllen hat. Ja, sie haben unglaublich viele Reglemente zu erfüllen. Trotzdem können sie Geld aus dem Nichts machen. Ich bin sicher, wir alle fänden das auch toll. Und es ist eine unglaubliche Wettbewerbsverzerrung, dass Banken gegenüber Unternehmen ihre Investitionen einfach mal so, man nennt das Leerverkäufe, dass die das einfach mal so selber das Geld dafür herstellen können und damit Aktien kaufen können oder Gebäude bauen oder halt eben Kredite finanzieren. Also jetzt haben wir schon seit länger eine Wortmeldung da hinten. Vielleicht warten Sie, bis das Mikrofon zu Ihnen kommt. Vielen Dank. Es wurde jetzt schon viel diskutiert, auch im Allgemeinen, aber ich denke, die Grundlagen der Initiative, die müssten genauer angeschaut werden. Herr Wüthrich hat das Beispiel der Hypothekarvergabe
aufgezeigt. Mir scheint nach meinem Wissensstand, das ist nur die eine Seite, die Sie aufgezeigt haben. Sie sagen, der Hypothekarkredit werde gut geschrieben dem Kunden, aber es gibt eine andere Seite, das ist dann die Schuldseite der Bank in einer ersten Phase. In einer zweiten Phase muss dann die Bank dieses Geld irgendwo an eine andere Bank, muss sie zustellen, muss sie schicken. Ja, wo kommt dann dieses Geld her? Sie behaupten jetzt, das können wir aus, die Bank schöpfe aus dem Nichts. Aber die Bank muss ja zahlen und sie zahlt ja in der Regel über das Swiss Interbank Clearing, das will heißen auch über die Nationalbank und auch mit Nationalbankgeld. Also wie kommen Sie dann zu der Aussage, ja mit der Vergabe des Hypothekarkredites, da werde aus dem Nichts Geld geschöpft? Ich habe wirklich ein Verständnisproblem mit dieser, ich betrachte das als einseitige Darstellung. Ja, danke. Es ist immer ein bisschen eine Frage der Zeit, wie tief will man gehen. Aber Sie haben natürlich recht und Sie sprechen etwas ganz Wichtiges an. Vielleicht darf ich die Frage in zwei Sachen, in zwei unterschiedliche Kategorien splitten. Nämlich, Sie sagen, es ist eine Schuld der Bank. Ja, das ist richtig. Wenn Sie einen Kredit von einer Bank bekommen, dann haben Sie einen Betrag auf dem Konto. Sagen wir eben diese 500.000, die Sie für den Hausbau brauchen. Aber gleichzeitig schulden Sie der Bank ja diese 500.000 Franken auch. Das heißt, bei dieser Geldschöpfung, und die macht eben 90% von unserem Geld aus, entsteht gleichzeitig ein Geldbetrag und gleichzeitig entsteht auch eine genau gleich hohe Schuld, auf die dann auch noch Zinsen bezahlt werden müssen. Deshalb ist es auch völlig unsinnig zu sagen, wir müssen die Verschuldung vom Staat oder von Unternehmen oder so, die müssen wir reduzieren, weil wir können das nur reduzieren, wenn wir auf der anderen Seite auch Vermögen reduzieren, weil das miteinander zusammenhängt. Jetzt aber zu Ihrer Frage. Ist das klar? Es ist schwierig, ich weiß, es ist schwierig zum Denken, aber bei jedem Mal, wenn Geld positiv entsteht, bei der Kreditvergabe entsteht auch die gleich große Schuld. Deshalb haben wir dieses gigantische Schuldenproblem. Wir können das Schuldenproblem nicht lösen, wenn wir das Geldsystem nicht verbessern. Jetzt aber zu Ihrer Frage. Wenn Sie eine UBS sind oder eine CS sind und Sie haben einen Hypothekarkredit an Sie gegeben und die UBS oder die CS hat vielleicht Glück, so dass der Bauherr, den Sie beauftragen mit dem Bau dieses Hauses, ist auch CS-Kunde oder auch UBS-Kunde, dann können Sie eigentlich nur das Geld vom einen Konto auf das andere Konto überbuchen, dann passiert gar nichts. Das heißt, je größer Sie sind als Bank, je mehr Kunden, und genau deshalb wollen Sie möglichst viele Kunden und nicht nur zu dritt bleiben in der Bank, desto weniger Geld müssen Sie tatsächlich bei der Nationalbank haben, dass Sie dann von Bank zu Bank schieben können. Wenn Sie jetzt aber eine kleine Bank sind, ja, dann müssen Sie sich sehr genau überlegen, welchem Kunden Sie jetzt einen Kredit geben, weil quasi Sie als Kunde von einer kleinen Bank die Chance sehr groß ist, dass das Geld, das Sie brauchen, für das Haus zu bauen, dann eben zu einem Bauherr oder einer Baufirma geht, die das Konto bei einer anderen Bank hat und nicht bei der kleinen Bank. Und dann müssen Sie aufpassen. Und das führt dazu, dass die kleinen und mittleren Banken in der Schweiz praktisch jetzt schon fast wie im Vollgeldsystem funktionieren. Die müssen nämlich unglaublich viele Gelder bereits haben, damit sie überhaupt Kredite verleihen können. Das ist, bei kleineren Banken geht das so gegen die 90%. Das heißt, sie können nur 10% können sie Geld schöpfen. Bei einer UBS, bei einer CS ist das 50%, die sie quasi darüber hinaus Geld schöpfen können. Da muss man differenzieren, haben Sie recht, geht aber schon ziemlich ins Detail und schießt eigentlich auch an der eigentlichen Frage vorbei, wer soll das Recht haben, unser Geld zu schaffen? Und damit verbunden eben auch, soll das Geld auf unseren Konten von der Nationalbank garantiert sein, soll es echte Schweizer Franken sein, soll es gesetzlich legitimierte Währung sein oder soll es wie heute nur ein Versprechen auf Bargeld sein und das Versprechen ist weg, wenn die Bank dahinter weg ist. Das ist nämlich ein wichtiger Punkt der Vollgeldinitiative, das habe ich noch nicht gesagt, aber wohl der größte Vorteil für Leute wie Sie und mich. Mit der Vollgeldinitiative wäre unser Konto bombensicher, weil die Bank darf dieses Konto nicht mehr in die eigene Bilanz nehmen, sondern sie darf das nur noch treuhänderisch verwalten. Das heißt, sie kriegen dann keinen Zins mehr drauf auf dieses Konto, aber das haben ja heute ja sowieso auch fast nicht mehr. Und wenn die Bank Konkurs geht, dann bleibt das Geld tatsächlich bei Ihnen. Es ist dann wie elektronisches Bargeld.
Wenn aber Sie sagen, hey, ich will, dass mein Geld Zins erwirtschaftet, dann können Sie das der Bank zur Verfügung stellen, können das anlegen und dann ist das Geld dann aber auch weg, wenn die Bank Konkurs geht. Das ist meines Erachtens ein fairer Deal. Jetzt bin ich aber wieder ein bisschen abgewichen. Habe ich Ihre Frage beantwortet? Sie haben sie beantwortet, ich habe nicht alles verstanden. Sie haben die kleinen Banken angetönt, oder? Die müssen das Geld nehmen. Ja, sie müssen nehmen, und sie nehmen es von der Nationalbank, wenn sie es nicht aus Spareinlagen haben oder aus anderen Zahlungseingängen, oder? Das ist das eine. Das zweite ist, die Banken sind ja verpflichtet, ihre Kredite mit eigenem Kapital zu unterlegen. Und es kann keine Bank kann ad libitum Kredite gewähren. Sie müssen die Eigenmittelvorschriften der FINMA müssen sie einhalten. Genau. Auch dort gibt es ja schon einmal eine gewisse Grenze, oder? Einverstanden. Und das Dritte, das Sie vielleicht mir erklären könnten, ich meine, natürlich nimmt das Kreditvolumen, das Hypothekarvolumen nimmt das zu. Und es gibt ja regelmäßig diese Statistiken der Nationalbank. Und also für mich persönlich, ich verstehe das auch so, dass diese Hypothekarkredite aller Schweizer Banken, die widerspiegeln auch die Liegenschaften, die neu gebaut werden. Es gibt mehr Werte in der Volkswirtschaft, ergo gibt es auch neue Kredite. Also kann man nicht sagen, jetzt wird das alles aufgebläht mit dem Bankensystem, sondern dahinter steht eine volkswirtschaftliche Größe, ein Wert, ein Asset. Und von dem her ist mit dem Mechanismus, wie Sie ihn erklärt haben, ist mir immer noch nicht klar. Und dieser ist sehr essentiell. Es ist kein Detail, sondern es sind die Grundlagen, ob man für diese Initiative sein soll oder nicht. Wird Geld aus dem Nichts geschöpft oder wird Geld geschöpft, das real geschöpft wird? Vielleicht könnte Herr Hess da mal Stellung beziehen. Vielleicht darf ich noch schnell, ich glaube, Sie sind es gerade nicht vorbereitet, dann können Sie ergänzen. Also Sie haben natürlich recht, das Geld von Hypothekarkrediten, das wird dann real, indem gebaut wird und dann haben Sie eine Liegenschaft und dann wird quasi das Geld, den Wert, der wird quasi wieder aufgewogen durch wirtschaftliche Kraft. Da haben Sie vollständig recht. Das Problem ist aber, dass heute 4/5 von neuem Geld, das von Banken geschaffen wird, eben nicht in reale Werte fließt, sondern ins Finanzcasino, wo einfach jongliert damit und gespielt und gezockt und spekuliert wird. Das ist das große Problem. 4/5 von allem neu geschaffenen Geld landet dort oben. Und dann haben wir noch 1/5 und von diesem 1/5 landen 80% bei Hypothekarkrediten. Das ist dann reales Geld, das Sie dann anfassen können am Ende, wenn das Haus gebaut ist. Und dann haben wir noch 20% von diesem 1/5, das in die Realwirtschaft fließt, das geht dann zu den Unternehmen. Und deshalb können Sie auch heute zu praktisch jedem KMU-Vertreter, CEO gehen und ihn fragen, sind Sie zufrieden mit der Kreditvergabe von Banken? Und Sie werden wahrscheinlich sagen, nein, eigentlich nicht so wirklich. Voilà, es geht um den Kern der Initiative. Die Frage hat es nochmals herausgeschält. Stimmt etwas in der Antwort nicht oder gibt es da... Ja, also die Antworten sind jeweils so lang, da stimmt einiges nicht. Und ich, aber vielleicht zum Beispiel der letzte Satz oder die KMUs... Entschuldigung, ja, also der letzte Satz oder die KMU sei nicht zufrieden mit der Kreditvergabe, das stimmt einfach nicht. Also Sie werden sehen, in Kürze werden Umfrageresultate kommen und es gibt Sorgen von KMUs und die Finanzierung von KMUs ist auf der Sorgenskala zu unterst. Also das muss man einfach sehen. Und wieso? Weil die Schweiz im Gegensatz zur Europäischen Union, zum Euroraum, nicht einmal in der Krise eine Kreditklemme kannte. Also die Kreditversorgung mit genügend und mit günstigen und mit flexiblen Krediten, die hat in der Schweiz immer stattgefunden. Und hier wird einfach ein Angstgebilde an die Wand gemalt und wir müssen einfach rausgehen und schauen, ja, geht es uns denn jetzt wirklich so schlecht? Und dann kommen so Stichworte wie Lehman Brothers. Lehman ist nicht eine Bank und ist keine Schweizer Bank. Das war eine Schattenbank. Und da werden einfach sehr, sehr große Ungenauigkeiten. Also man muss dann gut zuhören
und schauen, stimmt das oder stimmt das nicht. Es wird einfach natürlich überzeichnet, aber das ist klar, in einem politischen Kontext wird das überzeichnet. Sie müssen die Vollgeldinitianten, würde ich fragen, von den letzten Krisen, von der Wirtschaftskrise 2008, vom Dotcom-Bubble oder von der Hypothekarkrise in der Schweiz, die es gegeben hat, Ende 80er, Anfang 90er Jahre, welche Krise hätte abgewendet werden können? Und Sie werden mit dem Vollgeldsystem, und Sie werden sehen, keine einzige. Wieso? Krisen sind nicht ausgelöst von der Finanzierung vom Geldsystem. Krisen sind ausgelöst, weil gewisse Banken sorglos Kredite gegeben haben für Immobilien, ohne zu schauen, ob der Schuldner ein guter Schuldner ist. Und wieso haben sie es gemacht? Jetzt bei der US-Finanzkrise, die dann in die Schweiz übergeschwappt wurde, ist, weil sie die Schulden einfach weiterverkaufen konnten. Da muss natürlich der Geldgeber nicht so genau hinschauen, wenn er die Schulden weitergeben. Aber das hätte das Vollgeldsystem nicht gelöst. Also hier kommt eine radikale Wende oder wird ein radikaler Vorschlag gemacht für etwas, das am Schluss wirkungslos ist für tatsächliche Krisen, die ein... Wir gehen schnell. Wir sprechen hier über die Wirkung. Und dann gibt es. Wir haben noch nicht über die Nebenwirkungen gesprochen. Oder? Nein. Ja? Machen wir so. Ich komme gleich zu Ihnen, ja. Weil es hat sich vorhin da schon jemand gemeldet. Sind Sie mit als Nächster? Ach so, okay. Also danke vielmals, Herr Hess. Ich habe zufälligerweise hier auch ein Buch dabei, das die Zyklität. Ich weiß nicht, diese Finanzkrisen, die passieren zyklisch seit dem 13. Jahrhundert. Was mit Vollgeld, soweit ich das verstanden habe, aber anders wäre, und das ist auch ein, ja, da komme ich dann auch auf was anderes dazu sprechen, mit Vollgeld, soweit ich das verstanden habe, wäre dann unser Geld sicher. Wenn ich das verstanden habe, da kann die Krise kommen, wenn sie will, mein Geld ist immer noch auf dem Konto, soll sie kommen quasi. Und das leitet mich auf den anderen Grund, wieso ich aufgestreckt habe, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich zu wenig Geld habe. Ich habe das Gefühl, mir geht's gut, wie den meisten Schweizern auch. Aber mir geht's eigentlich nur gut durch im Prinzip eine Illusion, weil ich denke, dass ich Geld habe. Aber ich habe gar kein Geld. Ich habe eine Gutschrift, einen Gutschein von einer Bank. Im Prinzip sowas wie ein Gutschein wie von einem Hotel. Wenn das Hotel pleite geht, dann ist das Gutschein weg. Oder ich müsste alles in Bargeld haben, damit ich diese Angst nicht zu haben brauche, aber dann würde ich ja quasi eigentlich mein Geld abheben von der Bank, das wollen Sie ja auch nicht. In dem Sinn, so wie ich das jetzt verstanden habe, würde die Vollgeldinitiative eigentlich das Bankengeschäft stärken, weil ich ja keine Angst mehr zu haben brauche, dass das Geld dort verschwindet oder irgendwie aufgebläht wird oder whatever. Also richtig, oder? Ja, verbessern Sie mich, falls ich falsch liege. Hier gibt es eine ganz einfache Antwort. Wenn Sie ein Vollgeldkonto möchten, eine Bank, die Ihr Geld entgegennimmt und in den Tresor tut oder der SMB gibt, jede Bank ist heute frei, ein Vollgeldkonto anzubieten. Anscheinend besteht keine Nachfrage danach. Das stimmt aber nicht, Herr Hess. Doch. Nein. Sie kann nur Geld hinterlegen. Aber Vollgeld existiert heutzutage nicht elektronisch. Sie kann nur sagen, okay, so viel Geld, wie du auf dem Konto hast, so viel Geld hinterlege ich bei der Nationalbank. Sie kann ein 100% Money-Konto anbieten, wenn wir schon bei Genauigkeiten sind, Herr Hess. Das ist richtig. Aber Sie können heute als Bank ein Konto anbieten, wo Sie dann im Konkursfall das Geld rausgeben. Das ist überhaupt kein Problem. Es gibt keine Bank, die das macht, weil es keine Nachfrage daneben gibt. Bitte? Das war mein Eingangsstatement. Wenn es etwas Gutes gibt an dieser, und es gibt wirklich nur etwas Gutes, ist, dass man darüber spricht
und dass man mehr erfährt über das Geldsystem. Das ist wirklich das Einzige. Aber wissen Sie, das ist wie bei den... Ja, ja, müssen Sie einfach nahe hinhalten. Genau. Das ist einfach wie bei der... Das ist einfach wie bei den, zum Beispiel, Bio-Bananen. Sie zahlen einfach mehr für Bio-Bananen zu haben. Sie müssen einfach nicht denken, das Geld, das Vollgeld, sei gratis zu haben. Weil für eine Bank ist das natürlich ein Unterschied, ob sie Geld, das sie entgegennimmt, für eine Hypothek oder für einen Kredit gewinnbringend ausleihen kann, oder ob sie das Geld nimmt und in den Tresor tut. Weil dort verdient sie nichts. Und eine Bank, die das Zinsdifferenzgeschäft hat, und eine Bank will ja Gewinn machen, es ist einfach teurer, das Geld nicht auszuleihen, so wie es für sie teurer ist, wenn sie das Geld zu Hause unter das Kopfkissen legen, anstatt es auszuleihen. Und es ist einfach nicht gratis. Und vielleicht kommen wir jetzt zu den Nebenwirkungen dieser Vollgeldinitiativen. Wenn Sie ein Vollgeldkonto hätten, würden Sie als Einleger viel mehr zahlen, als wenn Sie jetzt heute ein Konto haben, wo Sie jetzt 0% haben und die Banken das noch subventionieren. Was würden Sie machen, wenn Sie mehr zahlen müssten, um Ihr Geld sicher zu verwahren? Sie würden schauen, dass Sie von Ihrem Einlagenkonto mehr auf Ihr Sparkonto transferieren würden, damit Sie dort wenigstens einen Zins haben. Oder Sie würden es anders anlegen. Und dann zahlen Sie für den Tresor. Nein, dann zahlen Sie die Tresorgebühr. Die Tresorgebühr ist vielleicht für eine kleine ist 150 Franken pro, also da müssen Sie schon sehr viel Geld in Ihren Tresor legen, um zu einem vernünftigen Discount dann das Geld, also da müssen Sie schon ganz, ganz viele 1000 Franken dort reinstopfen, dass das einigermaßen Sinn macht. Aber Herr Hess, Sie führen also eine Scheindiskussion. Noch schnell. Schon heute muss man bezahlen für seine Kontoführung und den Zins, den man erhält darauf, das ist ja praktisch nichts mehr, das ist 0,00 irgendwas. Da erhält man heute schon nichts mehr. Und auch im Vollgeldsystem wird natürlich der Markt, den Sie so oft beschwören, der wird spielen und die Bank, die das billigste Vollgeldkonto anbietet, zu der gehe ich. Das ist richtig. Das heutzutage auch der Fall. Aber das billigste Vollgeldkonto wird teurer sein als ein heutiges Konto. Und die Leute werden in illiquide Anlagen investieren. Sie werden schauen, wie viel, dass sie für die Monatsmiete ausgeben müssen. Sie werden dann schauen, wie viel, dass sie im Mikro für Lebensmittel ausgeben müssen, für die Ferien und so. Und den Rest kommt aufs Sparkonto. Dort haben sie eine Rückzugslimite, vielleicht für 6 Monate oder für ein Jahr, je nachdem, dürfen Sie nichts zurückziehen. Und wenn Sie dann eine unvorhergesehene Ausgabe haben, zum Beispiel einen Autounfall und Sie müssen das Auto in Reparatur bringen, dann haben Sie nichts mehr Flüssiges, um das zahlen zu können. Es sei denn, Sie wären bereit, die höheren Kosten des Vollgeldkontos zu übernehmen. Und wer hier wieder am schlimmsten dran ist, das sind die ärmeren Bevölkerungsschichten, die es nicht leisten können, hier Geld zu transferieren. Also das war ein Nebeneffekt. Ich möchte der Reihe nach gehen. Der Herr hat sich vorher gemeldet und war die nächste Meldung war hier. Und dann sind hier hinten 2. Also ich möchte vorausschicken, ich bin kein Kapitalistenkiller. Ich habe selber 2 Firmen. Was der Vertreter von der Man hört was, sie gut, das ist gut. Was der Vertreter von der Bankenvereinigung
jetzt sagt, das erinnert mich an Ingenieur auf der Titanic, der sagt, schau, das funktioniert alles bestens, wir haben alles unter Kontrolle. Es ist zwar Minuszins auf der Pensionskasse gut haben, aber es funktioniert alles gut. Und leider ist der Name von der Initiative ist falsch. Ihr müsst sagen, einfach hier jetzt, wenn es anfängt zu kriseln, und meine Mitarbeiter und ich rennen auf die Bank und sagen, her mit diesen Köln. Wie lange geht es, bis ihr müsst sagen, wir haben nicht mehr, kein Bargeld mehr. 3% der Sparguthaben, 5% oder 7%? Oder das ist doch die Frage. 600'000 Leute müssen wir überzeugen, dass sie zustimmen zu dieser Initiative. Und die ist nicht bei Geldschöpfung und das ganze Zeug, das interessiert die nicht. Die wollen wissen, wann kommen keine Kohle mehr aus dem Bankomat. Und wir haben ja Beispiele von anderen Ländern. Und da könnt ihr lang sagen von der Bankenvereinigung, ja, Europa und blablabla. Wie lange geht es, bis wir kein Geld mehr können beziehen? Das ist ganz leicht die Antwort. In letzter Zeit sagen wir eine Bank, wo durch einen Bankrun, das ist also, wenn alle an Bankomat gehen und das Geld rausnehmen wollen, ist in Konkurs gegangen. Und das ist das, was ich vorher gesagt habe. Die Banken, die Konkurs sind gegangen, sind die Banken, die unvorsichtig geschäftet haben. Das ist Sparuleikasse Thun ist völlig klar. Sparuleikasse Thun war der Fall gewesen. Die Sparuleikasse Thun die hat gesehen, dass mit der zweiten Hypothek mehr Geld ist zu machen war als mit der ersten Hypothek. Ja, aber es ist nicht. Moment. Es ist nicht so, dass Leute, die abheben, eine Bank in Ruin drängen. Sondern es ist jedes Mal, jede Bank, wo in Ruin geht, ist ein sorgloses Kreditgebaren gegenüber Schuldner gewesen. Die sagen mir kein einziges Finanzinstitut, das wegen einem Bankrun ist in Konkurs gegangen. Moment schnell, ich möchte fragen, gibt es jemanden, der keine Mundart versteht? Wir sind in die Mundart gewechselt, von mir aus okay, wir reden oft hier Hochdeutsch, reden, weil wir Gäste haben, die keine Mundart verstehen alle Mundart, dann rede ich Mundart weiter. Jetzt haben wir aber den Herrn da übersprungen. Können Sie noch schnell warten? Ich will ihm das Wort geben mit... Nein, vorne. Ja, genau. Okay, merci. Bei der Vorstellung von der Vollgeldinitiative habe ich das Gefühl, ist man gar nicht richtig auf den Inhalt von der Vollgeldinitiative gegangen und hat vor allem bei der Einleitung über etwas ganz anderes geredet, nämlich über Geld. Und dann hat man irgendwann mal über Banken geredet. Jetzt ist mir nicht klar, geht es ums Geld als Zahlungsmittel oder geht es um Banken als Institution? Wenn man nämlich Geld als Zahlungsmittel anschaut, ist das ja entstanden, weil man vielleicht in einer ganz früheren Phase Waren gegen Waren tauscht hat. Dann haben wir gefunden, das ist extrem unpraktisch. Also dürfen wir doch Waren gegen Gucci tauschen. Das ist das, was der Vorredner gesagt hat. Geld ist eigentlich ein Gucci. Und dann haben wir gefunden, das ist jetzt schon noch praktisch. Und dann ist mal immer mehr die Situation gekommen, dass man gefunden hat, ja, ich möchte die Ware haben, aber ich kann sie jetzt noch nicht zahlen. Also hat man angefangen, den Tausch von der Ware und von der Zahlung auseinanderzunehmen. Auch kein Problem, das machen wir auch täglich. Und dann sind Leute kamen, die gesagt haben, ich übernehme die Zeitverzögerung. Und historisch gesehen sind das ja früher nicht Restaurants gewesen. Gastgewerbe hat das gemacht. Bis im 17. Jahrhundert hat man im Gastgewerbe Geld hinterlassen und die haben das vorausgezahlt und so. Eine normale Dienstleistung, weil man in vielen Handel nicht gleichzeitig eine Ware beziehen und zahlen. Also das Geld, das Zahlungsmittel, ist so völlig etwas Technisches, rein Logistisches. Das funktioniert aber nur, wenn man Vertrauen hat in die Währung, in das Stück Papier. Und funktioniert nur, wenn man Vertrauen hat in den Gastwirt damals. Also, wo sind die Probleme, die Sie jetzt lösen wollen? Es gibt sicher ein Problem, dass man nicht Vertrauen hat in das Papier. Und das ist auch vorher genannt worden. Es hat in der Geschichte einen Haufen Finanzkrisen gegeben. Und alle Krisen, alle Finanzkrisen, haben einen gemeinsamen Ursprung. Und zwar ist es immer dann, wenn eine staatliche Institution, nicht privat, wenn jedes Mal eine staatliche Institution,
man nennt das Zentralbank oder Banque de France oder was auch immer, angefangen hat, viel mehr Geld zu drucken als nötig. Also der Ursprung von allen Finanzkrisen war immer, dass an der Quelle, wo das Geld entstanden ist, und das ist immer bei einer Zentralbank, bei einer staatlichen Zentralbank, plötzlich unkontrolliert Geld gedruckt worden ist. Und da gibt es ja bei der Französischen Revolution, hat man da herrliche Beispiele, wo sogar auf der Banknote steht, dass der Gegenwert von dem Geld ist der Nebel auf der Seine. Also das war immer dann gewesen. Und Banken, die Geschäftsbanken, das wäre ja ihr zweites Thema, sind ja nur zwischengeschaltet. Sie können den Effekt schon verstärken. Sie können das, was die Zentralbank zu viel druckt, können sie verstärken. Aber Geschäftsbanken können nie so, also die Finanzkrise, die Inflation auslösen, weil da muss am Anfang muss Geld eingepumpt werden. Also man muss unterscheiden zwischen dem Geld, das bei der Zentralbank entsteht, also bei einer staatlichen Institution, und nachher gibt es einen Durchlauferhitzer von mir aus, das sind die Banken, die können das noch verstärken, weil sie können nur Geld multiplizieren, das schon da ist, per Definition. Weil man kann nicht aus nichts Geld multiplizieren. Es muss etwas da sein, das man kann multiplizieren kann. Und darum habe ich das Gefühl, es wäre schön zu klären, reden Sie über das Geldwesen, und dann wäre aber auch ein staatliches Vollgeld nicht sicher von dem, weil die Geschichte zeigt, dass eben gerade staatliche Institutionen das nicht im Griff haben können. Oder reden wir über Banken als Institution, und dann müssen wir aber über das reden. Sind das irgendwie böse oder gute Leute? Oder müssen wir dann bei der Umstellung auf Vollgeld all die Bankangestellten dann beim Staat darstellen? Dann wären es aber die gleichen bösen Leute. Also das sind zwei total unterschiedliche Diskussionen, die man auseinanderhalten kann. Vor allem, wenn man dann weiss, dass man da um die Ecke beim Löb einen Gutschein holen kann. Und das ist schon der Anfang von Geldschöpfung. Und der Löb-Gutschein funktioniert nur deshalb, weil alle daran glauben, dass man mit dem Gutschein etwas machen kann. Und ich kann ihnen den Gutschein weitergeben. Und solange wir untereinander daran glauben, dass der Löbladen noch existiert, ist die Geldschöpfung völlig unproblematisch. Das ist nicht das Problem. Man muss also, ich bin der Meinung, mal klar sein, was sie unter Geld verstehen. Und das Geld ist nicht das physische Geld, das die Kinder haben, wenn sie dann lädeln. Sondern das Geld ist immer, das ist vorher gesagt worden, ein Gutschein. Und entweder sie glauben daran und andere glauben daran, und dann funktioniert es. Und wenn aber niemand mehr daran glaubt, funktioniert es nicht. Und dann können wir die Bankendiskussion separat führen, weil das ist eine ganz andere Geschichte. Gut. Unabhängig ist von der Geldschöpfung. Jetzt haben wir das Thema ein bisschen gewechselt, das finde ich gut, weil wir haben uns vorhin da ein bisschen eingeschossen. Weil es eben um den Glauben geht, reden wir genau in der Kirche über das Thema heute Abend. Aber weil, ich glaube, das war eine Frage an Sie. Ja, also danke vielmals. Da ist sehr, sehr viel Wissen drin gesteckt aus der österreichischen ökonomischen Schule, spüre ich so ein bisschen raus. Vieles ist meiner Meinung nach richtig, was ihr sagt. Aber es hat zwei, drei Sachen, die ich finde, müsste ich jetzt korrigieren von meiner Seite her. Erstens, es fängt dort an, wo ihr sagt, früher haben Menschen Waren gegen Waren getauscht. Oder? Das ist so das klassische Bild, wo man irgendwie hat von Gesellschaften, die irgendwie weit weg irgendwie von unserer modernen Geldwelt waren, wo Äpfel gegen Birnen tauschen. Aber wenn man nicht den Ökonomen glaubt, sondern eher den Historiker und Anthropologen und denen, die eben wirklich schauen, wie sie die Kulturen dazu mal, wie die funktioniert, dann merkt man, das ist ein Märchen. Menschen waren nie so dumm gewesen, dass sie versucht haben, Äpfel gegen Birnen zu tauschen und es dann halt nicht funktioniert hat, weil der, der keine Äpfel hat, weil Birnen hat. Oh ja, ich wüsste, wie das geschichtlich glaubt geht. Also das war nie so gewesen, sondern Geld ist immer als Kredit entstanden, oder? Das vielleicht so als erster Punkt. Und dann ist es sehr, sehr spannend, Geld als Wesen mal anzuschauen. Ja, und ich glaube, da hat er einen mega guten Punkt aufgegriffen. Was ist denn eigentlich Geld? Geld ist meiner Meinung nach das, wo man damit kann ein Sandwich kaufen kann, wo man damit kann ein Haus kaufen, ein Auto kaufen, etwas mieten und so weiter und so fort. Und wenn funktioniert das? Das funktioniert, wenn ich und der Verkäufer drei Vertrauen haben, dass ich mit dem 5-Franken-Stück kann ein Sandwich kaufen. Also Geld ist eigentlich eine Vertrauensfrage. Und heute mehr denn je, oder? Wenn man so die Geschichte wirklich anschaut vom Geld, dann haben wir eben vielleicht am Anfang mal den Kredit gehabt. Also man hat einander quasi auf Kredit Äpfel gegen Birnen gegeben. Und dann irgendwann ist das wahre Geld gekommen. Also man hat Salz zum Beispiel gebraucht oder Muscheln zum Zahlen. Und dann ist das Edelmetall gekommen. Und irgendwann sind dann die Nötchen gekommen, die quasi als Gutschein
Maschinen auf das Edelmetall in Umlauf sind gebracht worden. Und irgendwann hat man gemerkt, eigentlich braucht das Edelmetall gar nicht unbedingt. Es muss eigentlich nur ein Plakettchen sein, wo ein Wert drauf steht. Und dann sind wir immer weiter vorwärts geschritten. Es ist immer mehr, hat sich der Schwerpunkt von einem eigentlichen Wert, den das Geld hat, weggekommen zu einer Vertrauensfrage. Und heute sind wir wohl am weitesten fortgeschritten. Wir vertrauen nämlich elektronischen Zahlen auf unseren Computern, Handys und Kreditkarten. Denen vertrauen wir, dass das tatsächlich Geld ist. Also das ist Glaube pur, den wir heutzutage in unserem Geldsystem haben. Und da kommt dann wirklich vielleicht die Frage, und dort vermischt sich eben auch die Diskussion massiv von Geld und Banken, nämlich die Frage ist, wem vertrauen wir denn mehr? Vertrauen wir mehr der Nationalbank, die nicht gleich Staat ist? Und das wäre jetzt wieder so etwas, das ich euch korrigieren müsste. In der Schweiz ist die Nationalbank doch relativ unabhängig vom Staat. Also, das Blöde ist, dass man Waren tauscht. Erstens, also, was ist da dran blöd, wenn ich Waren tausche? Zweitens, ob jetzt ein SMB ein Staat ist oder nicht. Also, wenn sie auf dem Niveau sind, dann sind sie einfach nicht glaubwürdig. Es tut mir leid. Also, das ist ja okay. Also absurd. Also können wir bitte auf die Sache eingehen und nicht irgendwie Sachen sagen, ein SMB sei nicht Staat. Also, das ist total absurd. Also, bitte SMB, bleiben wir bei der Sache und sachlich bleiben. Und das ist also ein anderes Niveau. Also vielleicht noch schnell das mit der Ware gegen Ware, weil das, glaube ich, anscheinend ja, schlecht erklärt, ich gebe es zu. Genau, glaub, nein. Das lassen wir, aber die Nationalbank. Wir können es auch lassen. Also die Nationalbank ist eine spezialrechtliche Aktiengesellschaft. Da kann jeder Aktionär werden. Der die meisten Aktien hat an der Schweizerischen Nationalbank, ist übrigens ein deutscher Professor, der irgendwie 6,1% hat. Vielleicht wisst ihr das genauer, Herr Hess. Der Staat hat das Direktorium, der Bundesrat bestimmt das Direktorium von SNB. Da hat er recht, so hat der Staat seine Finger im Spiel. Und gleichzeitig sagen die jetzt aber, dass jede Finanzkrise quasi durch einen Staat verursacht worden ist und setzt das gleich mit der heutigen SNB. Und ich glaube, diesen Vergleich, den kann man nicht ziehen. Ich glaube, der ist nicht zulässig. Und gleichzeitig sagen die auch, dass eine staatliche Währung dass heute quasi staatliche Währung herrscht. Aber ihr Tatsache ist, dass 10% unserer Geldmenge von der Schweizerischen Nationalbank kommt, wenn ihr so sagen, vom Staat. Und 90% kommt eben tatsächlich von den privaten Banken. Und es ist tatsächlich so, dass wenn eine Bank einen Kredit vergibt, dass sie zuerst den Kredit vergibt und am Abend vom Tag geht sie zur Nationalbank, falls sie das nötig hat, und geht sich die nötige Einlage bei der Nationalbank machen. Also zuerst erfolgt die Geldschöpfung der Bank und dann tut sich die Bank bei der Nationalbank rückversichern. Also sie muss nicht zuerst das Geld haben. Darum stimmt eben die Multiplikator-Theorie, die ihr im Kopf habt, ist empirisch nicht haltbar. Aber jetzt sind wir recht tief im Thema drin. Das ist einfach eine akademische Diskussion. Die Vollgeldinitiative will das Problem lösen, was nicht gibt. Das muss man einfach sehen. Aber ich habe noch eine Frage, die in die ähnliche Richtung geht. Wenn ich sie richtig verstanden habe, haben Sie das Gefühl, die Nationalbank hat nachher extrem viel Macht, dass der Staat zu viel Geld druckt. Das hat man ja wirklich an vielen Orten gesehen. Wie kontrollieren Sie denn, wenn das Vollgeld eingeführt ist, wie kontrollieren Sie denn die Nationalbank? Schauen Sie, die Nationalbank tut schon jetzt sehr unpopuläre Entscheidungen treffen. Wir erinnern uns an die Zinsuntergrenzenaufhebung. Das ist sehr unpopulär gewesen, von den allermeisten Politikern ist das verurteilt worden. Mit der Vollgeldinitiative steht im Verfassungstext noch viel genauer, dass sie muss unabhängig sein, dass sie muss dem Gesamtwohl vom Land dienen und dass sie nicht irgendwelchen Politiker am Gängelband ist. Also die Verfassung tut mit der Vollgeldinitiative die SNB stärker, unabhängiger machen. Und es hat nicht damit etwas zu tun, dass dann die Politiker Selbstbedienung machen können. Das ist ein grosser Unterschied zu früher, wo wirklich die Nationalbanken sehr eng, dann mal noch mit den Königshäusern praktisch 1:1 vergleichbar waren. Ja, das ist falsch. Dass sie unabhängig wird. Völlig falsch. Dann müsst ihr den Verfassungstext lesen, Herr Hess. Es gibt so etwas wie Realpolitik. Oder? Ich meine, wenn der Geldschöpfungsgewinn bei der Nationalbank ist,
Und dann auch als Bürgerdividende jedem von uns ausverteilt wird, dann kommt l'appétit vient en mangeant. Hein? Also dann will man natürlich erst recht, dass die Geldmenge ausgedehnt wird, dass die Nationalbank möglichst viel Geld macht, dass sie möglichst viel kann verteilen kann. Und ihr habt selber gesagt, vorher, die Bilanzsumme von der Nationalbank sei extrem ausgedehnt worden. Und das ist das grösste Experiment heutzutage. Da bin ich völlig einverstanden. Aber jetzt will man das noch ausgerechnet den Institutionen, die das grösste Experiment, wahrscheinlich ökonomische Experiment von den letzten 50 Jahren machen, denen will man noch mehr Macht geben. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig nachher für Herrn Jordan, für Herrn Zurbrück und für Frau Mächli, hier können Gegensteuer zu geben gegen Kantone oder Bürger von Birnen im Budget. Man sieht ja jetzt schon, wie viel das von der Nationalbank an Kantone ausgeschüttet wird. Und die Kantone, die haben das schon budgetiert. Und wenn man weiss, dass in Zukunft die Ausschüttungen in zweistelligen Millionenbetrag sollten sein, dann werden die das budgetieren. Ja, stellt euch vor, wenn man jetzt in eine Inflation kommt und es könnte sich Situationen geben, dass man Geldmenge müsste reduzieren müsste, dann gibt es nicht eine Bürgerdividende, sondern dann gibt es eine Steuer, also eine Einzahlungsschein an jeden Bürger, wo man den Bürger wird fragen, du gebt da Nationalbank Geld zurück, weil wir müssen zur Inflationsbekämpfung Geldmenge schrumpfen. Also das wird der ganz, ganz harte Entscheid. Und jetzt muss ich glaube auch mal etwas sagen. Okay. Also, das sind Märchen. Die können als Vertreter von der Bankiervereinigung nicht einmal unterscheiden zwischen einer Kreditausweitung, was die privaten Banken heute machen, indem sie Geld aus dem Nichts schöpfen, und ein Problem, das die Nationalbank hat, nämlich, dass sie muss Euro kaufen, in Hunderten von Milliarden Euro kaufen, wegen der Währungsstabilisierung. Das sind zwei total verschiedene Sachen. Sorry, kann man nicht miteinander verwechseln. Und was ich vorhin noch wollte sagen, ist, ihr habt gesagt, das sei das Problem des kleinen Mannes. Das System, das wir heute haben, das trifft vor allem den kleinen Mann. Der kleine Mann lebt in einem Zins- und Zinseszinssystem, wie wir es jetzt seit ein paar hundert Jahren haben, schlecht. Das ist eine chronische Verteilung von unten nach oben. Und die Geldschöpfung macht das System so weiterläuft, dass den Banken passt. Also kurz zusammengefasst, die verteilt eure Freunde, eure Seniorage von der Geldschöpfung von euren privaten Banken. Und wir möchten gerne von der Vollgeldinitiative, dass es zurückgeht zum Volk. Und das Volk tut die Monetative, das ist nämlich die Nationalbank in Zukunft, stärken, das ist ganz richtig gesagt worden. Und sie tun dann das Geld schöpfen, das die Volkswirtschaft effektiv produziert. Und dann wäre die Idee, dass wenn die Volkswirtschaft 2% würde wachsen, kann man zum Beispiel etwa 2 Milliarden Geld schöpfen, aber eben nicht mehr. Und die Banken, die privaten, schöpfen das Fünffache. Das führt dann dazu, dass wenn man natürlich sein Geld will und eine Bank in Schieflage kommt, das war mein erstes Statement, gewesen, die Bank, die einen Bankrun hätte gehabt, wäre die UBS gewesen, wenn man sie nicht gerettet hätte. Die UBS hätte man müssen vergessen. Weil die Leute hätten nämlich ihr Geld holen, als wäre nicht ein Fünftel auszahlbar gewesen. Und genau darum hätte müssen das Volk, sprich die Regierung, die UBS retten. Und dann hat der Herr dort hinten eben recht, wenn man sich auf der Titanic ziemlich am Schluss tanzt noch ein bisschen weiter. Euer System geht so lange, bis wir ein Problem haben. Und das Problem ist am Horizont bereits schon lange sichtbar. Euer System hat gemacht, dass wir eine Verschuldung haben, die gar nicht mehr aufhört. Die kann niemand mehr zurückzahlen. Das ganze Volksvermögen reicht nicht, um die Schulden zu zahlen. Das ist das Problem. Und die Vollgeldinitiative versucht es zu stabilisieren. Und eigentlich müsst ihr dankbar sein. Also, Sie sind angesprochen. Herr Hess ist angesprochen. Eine Klammerbemerkung. Wir haben übrigens die Nationalbank eingeladen. Sie ist nur nicht da, weil heute Abend ein anderer Termin ist. Sonst könnte man die Nationalbank selber Antwort geben. Aber Herr Hess, Sie sind angesprochen. Gut, das ist jetzt wieder eine ganze Auswahlsendung. Also das Erste, was ich sicher vehement würde bestreiten und wo dir auch gefordert wäre, das zu sagen, ist, dass das heutige Geldsystem die Ungleichheit in der Bevölkerung erhöht. Man sieht, dass der Herr Bigetti hat übrigens irgendwie ein paar Excel-Tabellen falsch gematcht. Das war doch der gewesen. Okay.
Man sieht, dass in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften, in den reichen, vermögenden Volkswirtschaften wie in der Schweiz, die Ungleichheit zwischen Arm und Reich viel kleiner ist als in Volkswirtschaften, wo das Finanzsystem weniger ausgewiesen ist. Das gibt eine ganze Literatur über, also über die Entwicklung und über die Tiefe des Finanzmarkts. Und das tut gegenüberstellen über die Ungleichheit und die Armut. Da kann ich zig Literatur geben. Das habe ich jetzt zufälligerweise studiert und das weiß ich. Das ist mal das Erste. Also, das stimmt nicht, dass ein kapitalistisches System, wie wir es in der Schweiz haben, mit einem hohen Wohlstand den Armen schadet. Es ist dort, wo kein Wohlstand ist, wo die Armen arm sind. Das Zweite ist, ihr habt gesagt, es werde Geld aus dem Neu geschöpft, währenddem, dass die Nationalbank Franken rausgibt, indem dass sie Devisen kauft und umgekehrt. Genau das wird im Vollgeldsystem nicht mehr der Fall sein. Dort gibt es das schuldfreie Geldsystem. Dort kann die Nationalbank schuldfrei Bilanz verlängern. Sie muss also keine Devisentransaktion mehr machen, um Geldmenge zu steuern. Aber sie kann. Natürlich kann sie. Sie kann ganz viel, aber sie muss nicht. Also es ist möglich, dass eine Nationalbank einfach Geld druckt. Es hängt, es tut sie, eure Initiative tut sie nicht mehr daran hindern, einfach Geld zu drucken. Und es war noch immer so gewesen, dass wenn man einen Staat, zum Beispiel, wenn eben die Unabhängigkeit nicht mehr da ist, dass es einen wahnsinnigen Anreiz gibt für eine geldpolitische Institution wie die Nationalbank, das Geld einfach zu drucken. Voilà. Wir haben drei Fragen. Es ist von 4, 5, 6 sogar. Es geht noch 10 Minuten und dann ist unsere Zeit abgelaufen. Ich habe mir mehrere Kapitel notiert, über was wir alles könnte reden. Wir haben jetzt nur 3 von denen gestreift. Es gibt noch andere Themen. Gibt es ein Themenfeld, das noch nicht angeschnitten ist? Also, da gibt es ein neues Themenfeld und dann da noch 2 Mal. Man muss ganz kurz. Ja, 2 Fragen. Eine an Herr Wüthrich und eine an Herr Hess. Herr Hess, was mich ein bisschen stört, ist das, die reden genau gleich wie im Jahr 2005. 3 Jahre später hat man die UBS müssen retten. Das war nicht mehr von Stabilität. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, weil vorhin ist gesagt worden, wir müssen Kredite, die wir geben, unterlegen mit eigenem Geld, also Eigenkapital. 2005 war das bei der UBS 1,9%. Das heisst, mit anderen Worten, 2% grob gesagt, war eigenes Geld und 98% war Fremdkapital. Und meine Frage, die ich jetzt einfach an euch habe, ist das: Jede Unternehmung, die eine Bank einen Kredit geben sollte, fragt zuerst nach dem Eigenkapital von dieser betreffenden Unternehmung. Ausser, das sind dann auch persönliche Beziehungen, die eine Rolle spielen. Und Banken geben grundsätzlich kein Geld, wenn es nur vielleicht 10% Eigenkapital ist. Es muss 20% sein oder lieber noch 50% oder lieber noch mehr. Warum, sagt mir mal, warum muss eine Bank nicht wie eine andere Unternehmung ebenfalls ein Eigenkapitalpolster haben von vielleicht 10-20%? Das ist im Übrigen der Wert, den sogenannte Geldpolitiker und sogar solche wie den Nobelpreis empfehlen für eine neue Regelung. Aber die neue Regelung, die wird natürlich seit längstem verklemmt. Und wenn ihr von grosser Umwälzung geredet, die grosse Umwälzung ist passiert von Ende der 70er Jahre oder Mitte der 70er Jahre weg und vor allem nachher, wo man in den 90er Jahren hat das Trennbankensystem aufgehoben und entsprechend dereguliert. Dort hat man nachher angefangen, das war zum Zeitpunkt von Herrn Greenspan oder in den USA, dort hat man nachher angefangen, Geld zu schöpfen im Maß, das heute Abend schon ist dargestellt wurde. Also, jetzt darum, ist Ihre Frage ist, glaube ich, gestellt. Die zweite Frage ist jetzt, ein bisschen kürzer, wir haben fast keine Zeit mehr. Aha. Wenn man jetzt die
Eigenkapitalbasis dieser Banken massiv verbessern. Natürlich geht das zulasten von Rentabilität, das ist mir klar. Und diese Löhne würden wahrscheinlich dann nicht mehr bezahlt werden. Wenn man jetzt dort diese Eigenkapital erhöhen würde, braucht es eine Vollgeldinitiative noch. Voilà, merci vielmals. Eine ähnliche Frage auf beide Seiten. Zuerst Herr Hess, möglichst kurz. Dann Herr Wüthrich, auch möglichst kurz. Dann haben wir hier noch zwei. Da ist noch eine Frage und da ist noch eine Frage. Dann hat es noch etwa 10 andere, aber das wird nicht lange. Also, ich bin froh um die Frage, weil das ist eine wichtige Frage, Adi. Wie hoch muss die Eigenkapitalunterlegung sein von einer Bank? Das ist absolut zentral und das ist heute im Vergleich zu 2005, wo ihr habt angesprochen, ein Vielfaches. Hä? Nämlich? Bitte? Aber also, jetzt wollte ich nicht zu fest in die Details gehen. Das ist natürlich die das sind die ungewichteten Eigenmittelauflagen, oder? Es gibt Risiko. Es wird in die Bank geschaut, wie viel Risiko ist in der Bank und wird nachher. Entschuldigung? Ja, das ist richtig, oder? Das ist richtig. Man darf. Das ist wichtig. Also, ein zweiter Grund, wieso dass das wichtig ist, ist, ich meine, Banken, die sind beaufsichtigt. Oder man braucht ja irgendwo, wenn man Eigenkapital für eine Firma verlangt oder ein Haus als Hinterlegung für eine Hypothek oder eben, wenn man Geld an eine Bank gibt, dann braucht man irgendwie wie einen Garant. Und wenn man den Garant nicht hat, dann dann steigt das Kreditrisiko und dann muss man mehr zahlen. Und ich kann euch sagen, wenn ihr wüsstet, wie viel das FINMA, die hat Leute in den Banken, die gehen vor Ort schauen, das wird natürlich ihre Firma viel weniger gemacht. Das wird vom Kreditberater, geht man schauen, wenn man den Kredit beantragt. Aber da wird natürlich also jede Buchung wird angeschaut. Und da hat man natürlich ein ganz anderes Bild von einem Unternehmen als von einem, den man nicht kennt. Das ist klar. Also das sind einfach Sicherheiten, die man muss geben muss, dass man sicher ist, dass man das Geld der Bank ausleihen kann. Also, das ist der Antwort vom Hess. Die Prozent sind genug hoch, die Kontrolle ist genug. Herr Wüthrich. Ich versuche es ganz, ganz kurz zu machen. Wir haben einen wissenschaftlichen Beirat, etwa 20 Köpfe, sehr renommiert zum Teil. Wenn die zum Schluss wären gekommen, dass man nur die Eigenkapitalquote aufsetzen müsste, dann hätten wir uns den Aufwand von 111'000 Unterschriften sammeln und die ganze Sache für das Volk bringen, hätten wir uns, glaube ich, nicht gemacht. Ist vielleicht nicht eine zufriedenstellende Antwort, wir können aber gerne nachher weiter diskutieren. Und gerade letztens ist im Tagesanzeiger zur CS-Refinanzierung, also 2007, 2008, ein spannender Artikel gestanden. Die sind ja nicht vor der Schweiz gerettet worden, vom Staat gerettet worden, sondern von Investoren aus Katar. Und jetzt ist rausgekommen, dass sie selber diesen Investoren Kredit gegeben haben, damit die Eigenkapital reinpumpen können. Also das ist aber schon wieder eine andere Geschichte. Ist eine andere Geschichte, aber ist sehr spannend, weil es mit der Geldschöpfungstätigkeit wieder von der Banken zu tun hat. Oder? Die Dame mit den schwarzen Haaren ist schon ganz lange am Aufstrecken. Das wird die letzte Frage sein, weil ich glaube, ich sehe es ein bisschen genau, aber wir geben Ihnen das Wort auch noch. Zeit ist einfach schon abgelaufen. Also Glaubwürdigkeit, Fragezeichen. Überall in der Wirtschaft, Politik wird nur von dem geredet, Glaubwürdigkeit, Glaubwürdigkeit und so. Und nachher, wie Fehler passieren, es will einfach niemand zuständig sein. Und dann muss ich einfach sagen, das regt mich jedes Mal auf. Es will einfach niemand zuständig sein und einfach immer Glaubwürdigkeit, Glaubwürdigkeit. Voilà, das ist ein Statement und ein Eindruck, das ist gar nicht eine Frage, darum darf ich gerade weitergeben an den Herr. Merci vielmals. Ich möchte etwas wieder ein bisschen auf den Punkt bringen, den ich ein bisschen verloren habe. Oder? Wenn man das jetzt so ein bisschen wie eine Diskussion anschaut, sind ja extrem viele Punkte reingekommen. Man ist bei extrem vielen Punkten ganz kurz geblieben, aber man hat vielleicht das Wesentliche ein bisschen aus den Augen verloren. Und das Wesentliche ist doch das, was der Wüthrich ganz am Anfang gesagt hat.
Wenn die Geldmenge ausgeweitet werden muss, weil die Produktion und die Dienstleistungen steigen, damit der Geldwert stabil bleibt, dann muss jemand in die Volkswirtschaft Geld hineinpumpen. Und das wird heute passiert, das passiert heute, das passiert auf der ganzen Welt so. Und die Frage, die wir uns doch stellen müssen, ist doch nur die. Wer profitiert am allermeisten von der jetzigen Art, wie wir das machen? Und was für eine Veränderung bringt die Vollgeldinitiative? Bringt die eine Veränderung, dass mehr Leute von dieser Geldschöpfung profitieren? Oder sollen wir sie so lassen wie heute? Weil heute sind es eigentlich ausschließlich Geschäftsbanken, die von dieser Geldschöpfung profitieren. Und das ist die Frage. Und darum verstehe ich auch, dass sie sich so wehren, oder? Wir nehmen mit dieser Vollgeldinitiative den Banken etwas weg und verteilen es über Kantone an die breite Bevölkerung. Das ist das Problem der Vollgeldinitiative. Alles andere, was sie sonst sagen, das wird nachher viel, viel einfacher zu regeln sein. Aber Banken, Werte, die Werte bist nicht der im Profit, das ist ja so. Und das ist darum verstehe ich auch, dass sich Banken natürlich wehren. Aber auch wenn die Vollgeldinitiative angenommen wird, oder dann ist recht, wird es so sein, dass eine Dienstleistung, die von den Leuten geschätzt wird, auch ihren Preis darf haben und bezahlt wird. Und für die Dienstleistungen, wo es keine Abnehmer gibt, wird es auch keine Dienstleistung mehr brauchen. Es wird vielleicht ein bisschen weniger Banken brauchen. Das ist aber normal in der Gesellschaft, wie bei den anderen Firmen auch. Voilà. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind Sie, glaube ich, ein Vertreter von der Vollgeldinitiative. Es hat auf jeden Fall so getönt. Darum würde ich jetzt vorschlagen, im Anbetracht der Zeit zu geben, am Herrn Hess Schlusswort. Und gesehen, wir werden nicht können aufhören, über das Thema diskutieren. Wir werden andere Abende müssen organisieren. Ich glaube, das machen wir auch, wenn wir dann ein bisschen näher an der Abstimmung sind. Aber jetzt, Schlusswort ist beim Herrn Hess. Ja, vielen Dank, Herr Nuffi. Also man sieht, das ist ein sehr emotionelles Thema. Es ist wichtig, dass das nicht emotionell bleibt, sondern wir müssen einfach mal rausgehen und schauen, funktioniert das System und funktioniert das nicht. Und was ich einfach sehe, ist, alle dir haben sichere Einlagen bei den Banken und alle Unternehmen haben günstige und genug Kredit. Und das ist eigentlich die Hauptaufgabe des heutigen Bankensystems. Und das funktioniert sehr gut. Es funktioniert nicht perfekt. Und wir können über ganz viele Punkte, einzelne Punkte reden. Sofort einverstanden. Aber es funktioniert nicht so schlecht, dass man die Bundesverfassung müsste ändern. Es funktioniert nicht so schlecht, dass man etwas muss vorschlagen muss, was es auf der ganzen Welt nicht gibt. Also wir wissen nicht, was uns erwartet. Und es funktioniert sicher nicht so schlecht, dass man etwas vorschlägt, das in keiner einzigen wissenschaftlichen Arbeit ist beschrieben worden. Es ist nämlich das Vollgeldsystem. Es sind viele angrenzende Bereiche beschrieben worden, aber es funktioniert nicht so schlecht, dass man keine Studie hat, die sagt, was passiert, wenn man die Vollgeldreform in der Schweiz einführen würde, wer profitiert oder wer verliert. Das gibt es nicht. Und man kann nicht über etwas abstimmen, wo wir heute keine Ahnung haben und wo man einfach ein Bauchgefühl hat und wo man vielleicht tatsächlich, wo Probleme sind, die einfach so steigern, dass man nachher sagt, und das braucht eine Verfassungsänderung. Oder ich meine, wir haben in der letzten Zeit recht viele Verfassungsänderungen gehabt, außerhalb von Banken und vom Wirtschaftssystem, wo ich mich gefragt habe, ja, wie viele Minarette haben wir schon gesehen und wie viele Burkas haben wir schon gesehen und wie viel. Also im Moment gibt es einfach so eine Hypersensibilität in der Bevölkerung und das tut mich beunruhigen, also das tut mich generell beunruhigen, wo ich muss sagen, schon nur, also man kann gut mit mir reden über gewisse Massnahmen, aber man kann doch nicht eine Diskussion anstossen, indem man die Schweizer Bevölkerung an Turnen tut. Also das finde ich ein Missbrauch von der Schweizer Demokratie. Also, ein einziger Satz davor, er hat eine KPMG-Metastudie, die verschiedene Studien über das Vollgeld zusammenfassen. Also, sie liegt dort vorne gut, auf, ich darf das hätte ich jetzt gerade sagen. Der Herr Hess verkauft sein Feld teuer, er hat nochmal sich gewehrt.
Der Herr Wüthrich sagt, hinten liegt Material, er hat das Schlusswort nicht, dafür darf man Material mitnehmen. Schön sind Sie gekommen heute Abend, es war eine lebendige, eine spannende Diskussion. Wir haben ein bisschen überzogen, entschuldigen Sie. Wir werden das Thema weiterverfolgen auf offene-kirche.ch. Sehen Sie die Programme, die viel mit Glauben, mit Vertrauen, aber auch mit Geld und Geist zu tun haben in diesem Haus oder sonst auf der Facebook-Seite. Jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Abend, einen guten Sommer, bis zum nächsten Mal. Danke den beiden Referenten, Sie haben einen Applaus verdient, Ihnen einen schönen Abend. Ade zusammen. Merci vielmals. Danke vielmals. Pardon. Merci vielmals. Danke.